recht oft lustig hat, Kimi Räikkönen, und der hat auch allen Grund dazu. Der Finne ist in der Weltmeisterschaft auf Platz 2, 10 Punkte hinter Sebastian Vettel, und er war im Zillertal zu Besuch, Kimi Räikkönen, am Feiertag am 1. Mai bei Heinz Kinegartners Full Gas Day. Ist er aufgetaut bei euch in Tirol, der Iceman Heinz? Ja, das stimmt. Also wir haben riesen Gaudi gehabt, weil der Kimi, das ist für mich im Moment wirklich so der einzige richtige Farbtupfen in der Formel 1. Und so wie der das Ganze genießt und absolviert, das ist so die Formel 1 von den früheren Tagen, ja, wo ich noch kenne, so vom Gerhard Berger und so. Also ist richtig lässig. Full Gas Day, das ist eine Motorsportveranstaltung für den guten Zweck, für die Wings for Life Stiftung. Was der Kimi dort so genau angestellt hat, darüber möchtest du uns heute nicht berichten. Nein, also er war mein Gast und ist besser, wenn wir da nicht alles erzählen, aber es war sehr, sehr lustig und er ist einfach ein unheimlich guter Typ. Und ihr arbeitet ja auch mehr oder weniger auf einer geschäftlichen Basis zusammen, Kimi Räikkönen, und das wissen vielleicht nicht alle, der betreibt recht ernsthaft ein Motocross-Team in der MX1 WM, also in der Königsklasse des Motocross, Ice One Racing heißt das Team, und da ist er extrem ambitioniert, der Kimi. Absolut, ja, also er hat sich niedergelassen im besten Platz für Motocrossfahrer in Lommel in Belgien, hat da eine Halle aufgebaut und macht es sehr, sehr professionell. Im Moment zahlt er das fast alles selber, also der hat sehr viel Spaß und fährt auch während der Woche jede Woche Motocross, also ist wirklich ein wilder Hund, aber er sagt, du, ob ich jetzt Mountainbike fahren gehe oder Motocross fahren gehe, wehtun kann man sie überall, und deshalb Motocross ist seine Leidenschaft und wir werden ihn weiterhin hoffentlich in unseren Reihen mit dabei haben. Und er fährt recht gut auf dem Motocross-Motorrad. Alex, das wäre zu McLaren-Zeiten noch undenkbar gewesen, Kimi Räikkönen, zumindest offiziell auf dem Motocross-Bike. Du hast es gerade gesagt, offiziell, inoffiziell, sind wir eh immer gefahren. Ja. Ich kann da viel Geschichten erzählen, aber beim Kimi ist nämlich nicht nur so, da gibt es dann nur einen Vollgastag, sondern geht es auch in der Nacht Vollgas dahin, oder? Absolut, ja. Und bei dir? Bei mir? Nein, Vollgas nicht mehr, aber bin nach wie vor gerne dabei und schauen wir die Jungs an, wie sie Gas geben. Okay, danke. Auf jeden Fall weiß man es jetzt auch im Zillertal, dass der Kimi Räikkönen ein recht ein cooler Bursch ist. Allerdings auch einer, dem man es, Marc Wurzinger, ganz genau anmerkt, wenn ihn etwas richtig kalt lässt. Kimi Räikkönen passt in die Formel 1 wie die Faust aufs Auge, nämlich eigentlich gar nicht. Der Iceman ist nur ein Nice Man, wenn er aus dem Fahrerlager wieder verschwinden kann. Mit Reportern zu reden ist bestenfalls eine lästige Verpflichtung. Teambriefings, Sponsortermine und Öffentlichkeitsarbeit sind ihm zutiefst zuwider. Aber gerade diese unangepasste Attitüde in der spaßbefreiten Formel 1 macht den Finnen so sympathisch. Den Spaß hat der coole Zapfen bei ganz anderen Events. Zum Beispiel, wenn Heinz Kinegartner jedes Jahr zum Full Gas Day nach Tirol lädt. Ich kenne Heinz seit Jahren und ich habe gute Kontakte zu KTM. Ich liebe Motocross und kann hier für mein eigenes Team neue Kontakte knüpfen und mich über die Neuigkeiten informieren. Das ist alles, weswegen ich hier bin. Und dann gibt's da die von Kimi so verhassten Sponsortermine. So gesehen in Barcelona, als man ihn Donnerstagabend in den Yachthafen karrte, nur damit er zweimal auf eine Spraydose drückt. Nach 2 Minuten ist der Spuk vorbei und Kimi verschwindet schneller, als er gekommen war. Was er sich wirklich dachte, ist an dieser Stelle nicht wiederzugeben, da es öffentlich-rechtliches Mindestniveau um Lichtjahre unterschreitet. Kimi ist kaum kompatibel, genießt dennoch oder gerade deswegen im Fahrerlager hohes Ansehen. Dass er nächstes Jahr Teamkollege von Sebastian Vettel werden könnte, stört den dreifachen Weltmeister gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich denke, wir kommen gut miteinander aus und
Natürlich würden wir uns gerne in der Hinsicht öfter sehen, wie es vielleicht die Zeit und der Zeitplan manchmal zulässt. Aber wenn wir uns sehen und was zusammen unternehmen, dann haben wir eigentlich immer eine relativ gute Zeit und es ist eigentlich immer sehr unkompliziert. Und ich glaube, das schätzen wir beide. Auch wenn für uns Journalisten der Umgang mit Kimi nicht immer leicht ist, lebt die Formel 1 von diesen Typen. Das ist gut so und eigentlich wünschen wir uns noch viel mehr Kimis im Fahrerlager.